Wahrheit kennt kein Pardon. Und wer witzig ist, der hat gut laufen. Aus, aus, aus. Heinz, du warst hervorragend sensationell. Aber du bist nicht ganz im Licht. Heinz, du steht ein bisschen außerhalb. Das Licht ist ja auch Kalifornia-Gelb. Da sehe ich aus, als hätte ich die Gelbsucht. Wir hatten hier immer Arizona-Blau. Warum haben wir jetzt kein Arizona-blaues Licht, hä? Mach sofort Arizona-blaues Licht da unten. Heinz, du warst hervorragend. Konzentration bei der ganzen Mannschaft am Wald. Kamera 3, mehr Tempo. Und Band ab, von vorne. Witzig, Witzigkeit kennt keine Grenzen. Witzigkeit kennt keine Pardon. Und wer witzig ist, der hat gut lachen. Aus, und aus, darum. Aus. Heinz, hervorragend, fantastisch. Aber der Text war nicht ganz auf der Musik drauf. Die Musik war ein Hauch zu spät. Ich weiß es, im Hintergrund hört man immer eine, die schief mitbrummt, gell? Die hier, die hat schief mitgebrummt, ja? Raus! Also so kann ich nicht arbeiten. Vielleicht kann ich erwarten, dass es hier einmal ohne Panne durchläuft. Seit 30 Jahren bin ich im Fernsehen. So eine katastrophale Probe habe ich noch nie erlebt. So eine katastrophale Probe habe ich noch nie erlebt. Ich war nur ein einziges Mal krank. Ich war nur ein einziges Mal krank. 39 Fieber. 39 Fieber, da war ich professioneller als der ganze Haufen hier zusammen. Stieren Sie mich nicht so an. Also dieser Hase, wenn der Hase mich so anstiert, so blöde, da kann ich nicht arbeiten. Der Hase ist vollkommen unprofessionell. Heinz, vielleicht machen wir mal eine kleine Pause. Nicht in diesem Ton. Ich lasse mich hier nicht anbrillen. Ich mache jetzt mal eine kleine Pause. Vielleicht ist es auch mal möglich, ein Glas Wasser zu bekommen. Pause. Oh, Gott sei Dank. Heinz, die Kinder von der Schülerzeitung wären dann hier. Schaff mir die Plage vom Hals. Ich gebe jetzt kein Interview. Naja, also, ich hab nicht viel Zeit, gell? Wir müssen ganz schnell machen. Hey, du! Ich? Komm mal her! Ja, komm mal her. Hol mir mal ein Päckchen Correga-Tabs, aber die Großpackung, ja? Das Geld legst du aus, das kriegst du hinterher wieder. Correga-Tabs. Ja, los. Also, Junge, jetzt mach aber mal hin, hä? Ja. Herr Wäscher, seit 30 Jahren sind Sie der berühmteste Schaumeister im Fernsehen. Mhm. Macht der Beruf eigentlich immer noch Spaß? Also, Junge, du musst mir schon das Mikrofon rüberreichen, sonst kann ich dir ja keine Antwort geben. Gib mal her, also pass mal auf, mein lieber Junge. Mein ganzes Herzblut steckt in dem Beruf. Mein ganzes Herzblut. Ich liebe mein Publikum. So, und jetzt musst du das Mikrofon wieder zurücknehmen und jetzt musst du reinsprechen. Ja. Herr Wäscher, verdient man viel Geld mit diesem Job? Ich lebe vom Applaus. Jetzt halt mir doch nicht das Mikrofon so dicht ans Maul. Hör mal her, ja. Herr Wäscher, was halten Sie von Atomwaffen? Was ich wovon halte, hä? Herr Wäscher, was halten Sie von Atomwaffen? Sind Sie dagegen oder dafür? Sag mal, ich denke, ihr kommt von einer Schülerzeitung. Ihr seid ja vom Spiegel, hä? Du warst ganz große Klasse, Heinz. Ja, aber mit dem lustigen Glückshasen, da arbeite ich nicht mehr zusammen. Der schiert mich ja an einer Tour an, hör mal her. Nein, Heinz, keine Sorge. Ja. Der lustige Glückshase ist schon gekündigt. Ab morgen haben wir einen richtigen Profi. Ja. So, jetzt kriegt er noch ein paar Autogramme. Da, da. Danke, nein. Wir möchten keine Autogramme. Hallo, Engelchen. Ja, grüß dich, mein Mäuselchen. Habe ich dir schon gesagt, wie hübsch ich dich finde? Hier, die Correga-Tabs. Die Großpackung. Ich habe kein Correga-Tabs nicht bestellt. Ich bin doch kein Gebissträger. Hier hast du Autogramm, jetzt verschwind. Komm, Mädchen. Wir gehen. Ich habe 5-mal eine Computertomographie machen lassen. Mhm.